Bei strahlendem Frühlingswetter startet der Schlosspark in Laxenburg in die neue Saison. Die ist auch heuer wieder gespickt, voll mit einem tollen Programm für Groß und Klein. Saisonbeginn im Schlosspark Laxenburg. Es ist ein Ereignis, auf das wir jedes Jahr mit großer Freude hinfiebern. Es ist mit sehr viel Arbeit verbunden, es ist natürlich auch manchmal mit ein bisschen Mühen verbunden. Es macht uns aber nach wie vor großen Spaß, sehr viel Freude, unsere Saison vorzubereiten. Und kommenden Samstag, den 5. April 2014, ist es nun endlich wieder soweit. Wir freuen uns auf den Saisonstart in die Saison 2014. Es ist ja alles schon vorbereitet. Man sieht, die Boote sind schon zu Wasser gelassen. Es kann losgehen. Die Boote sind bereits wieder an unseren Schlossteich zurückgekehrt. Die Firma Resic war hier besonders aktiv im heurigen Jahr. Die Fähre zur Franzensburg wird pünktlich auch mit Saisonstart wieder in Betrieb gehen. Diesmal wieder frisch überarbeitet. Natürlich auch das Museum in der Franzensburg wird seine Pforten wieder öffnen. Unsere Shopmanagerin ist derzeit schon eifrig damit beschäftigt, den Museumsshop wieder zu bestücken mit Mitbringseln, mit kleinen Erfrischungen und Andenken. Und natürlich auch unsere Burgführer vom Museum in der Franzensburg sind schon motiviert, voller Tatendrang und warten natürlich auch schon gespannt, wie wir alle, auf den kommenden Saisonstart. Die Natur fordert bereits ihr Recht, es ist alles im Blühen. Ein Spaziergang durch den Park lohnt sich allemal. Das ist etwas, was mich heuer persönlich ganz besonders freut, dass genau zu unserem Saisonstart so richtig auch die Natur zu sprießen und zu treiben beginnt. In der Saison 2013 haben wir Pech gehabt, hier hat es Schneetreiben gegeben zum Saisonstart. Umso glücklicher sind wir heuer, dass wir wirklich einen traumhaft frühlingshaften Park gemeinsam mit unserem Saisonstart präsentieren können. Aber mit dem Saisonbeginn startet ja auch wieder das umfangreiche Programm. Soeben ist unser druckfrischer Veranstaltungskalender eingetroffen. Ein Produkt, das uns besonders am Herzen liegt, denn auch im heurigen Jahr wird es wieder viele, viele Veranstaltungen geben, viele, viele Möglichkeiten, den Schlosspark Laxenburg zu entdecken. Von unserem traditionellen Sonntagsprogramm mit Parkführungen, mit den malerischen Matineen im grünen Lusthaus, den waldpädagogischen Ausgängern bis hin zu den Komödienspielen in der Franzensburg in der sommerlichen Zeit, bis hin natürlich dann schon im Herbst unser Ritterfest am Turnierplatz, wobei wir jetzt natürlich noch nicht an den Herbst denken. Wir freuen uns jetzt einmal auf den kommenden Start mit einer Neuerung. Erstmals wird es heuer bei uns im Schlosspark professionell geführte Lauftrainings geben. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass wir hier mit Werner Kranerwetter, dem niederösterreichischen Landesmeister im Triathlon, eine kompetente Person gefunden haben, die den Schlosspark sozusagen sportlich bespielen wird. Musik.